Ich möchte Ihnen nun über etwas erzählen, was meiner Meinung nach in unserer heutigen Gesellschaft in Deutschland viel zu wenig bekannt ist. Viele sagen, ja, über den Nationalsozialismus, da weiß ich ja eh alles. Das haben wir schon in der Schule gelernt. Ich weiß, worum es da geht und ich weiß was über den Holocaust. Und da wurde ja doch schon alles gesagt. Ich werde Ihnen in den nächsten Minuten beweisen, dass das nicht so ist. Ich werde Ihnen beweisen, dass es da ganz viel gibt, von dem Sie vielleicht noch nie zuvor gehört haben. Und dass es da ganz viel gibt, das man noch lernen sollte und über das man sich Gedanken machen sollte. Es ist so, dass ich mich Jahrzehnte schon über die jüdische Gemeinde von meinem Heimatort in Landerteier in Niederösterreich beschäftigt habe und dann kam die Pandemie. Ihnen wird es vielleicht auch so gegangen sein wie mir. Plötzlich hatte man zu viel Zeit und man hat sich überlegt, ja, was fange ich mit der Zeit jetzt eigentlich an? Und nachdem ich über Jahrzehnte mich um die Familien von den Ja, um die jüdische Familie, um die jüdischen Familien von meinem Heimatort gekümmert habe. Und es gibt da eine lustige Geschichte, da hat mich eine Überlebende mal gefragt, sag Lena, bin ich denn mit dem verwandt? Also sie wusste es selber nicht, sie wollte es von mir wissen, weil sie gewusst hat, ich kenne diese jüdischen Familien sehr gut. Und dann habe ich mir in der Pandemie gedacht, ja, jetzt mache ich doch mal über meine Familie auch eine Familiengeschichte. Jetzt schreibe ich da auch mal auf, wer mit wem verwandt war und schau, wie weit man da zurückgehen kann. Und da kam dann eine Geschichte hoch, die ich irgendwie schon immer kannte und die dann plötzlich brandaktuell wurde. Mein Urgroßvater ist 1905 geboren. Ludwig hatte eine ältere Schwester und die war 2 Jahre älter als er und hieß Rosa. Insgesamt waren es 6 Kinder, 3 Mädchen und 3 Jungen. Und die Geschichte geht über die Rosa. Der Vater der beiden ist bei der Pandemie vor Corona, nämlich bei der spanischen Grippe, ums Leben gekommen. Und so war diese Familie sehr bald vaterlos. Und da schon einige in Wien in der Lehre waren, mussten dann eben die jüngeren Kinder arbeiten beginnen. Die Rosa konnte die Schule beenden und hat dann als Hausgehilfin auf verschiedenen Gutshöfen zu arbeiten begonnen. Dann passierte das, was halt, sagen wir, so oft im Leben passiert. Junge Leute wollen Spaß haben, so auch die Rosa. Und sie lernte bei einer Faschingsunterhaltung einen jungen Mann kennen und hat mit dem ein uneheliches Kind bekommen. Zu der Zeit eine Katastrophe. Geheiratet hatte sie nämlich nicht. Und es ging ihr dann nach der Geburt nicht gut. Sie bekam dann, was man heute eine Wochenbettdepression nennen würde. Und hat dann bei ihrer Mutter gelebt mit dem Kind. Und wie das Leben so spielt, oft, ja, klammert man sich vielleicht an die falschen Menschen. Es war die Geschichte mit diesem Mann noch nicht zu Ende. Und als sie dann ein zweites Mal schwanger wurde, ist sie in eine Anstalt gekommen. Die Geschichte, wie sie sich in meiner Familie erhalten hat, lautet folgenderweise. Sie hätte 2 Kinder gehabt. Und als dann der Vater der Kinder eine andere geheiratet hat, hat sie sich vor die Haustür der Eltern dieses Mannes gesetzt und hat herumgeschrien,
Er hat mir die Ehe versprochen und das sind seine Kinder, worauf die beinahe Schwiegereltern sie abholen haben lassen, wegbringen haben lassen, woraufhin die Rosa vergast wurde. So hat sich diese einzige Geschichte von der Rosa in meiner Familie durch meine Großmutter erhalten. Aber solche Geschichten spricht man natürlich nicht vor Kindern und nur so hinter vorgehaltener Hand. Und wie so oft kam es da zu Verschiebungen, denn die Rosa war erst im Anfangsstadium der zweiten Schwangerschaft, als sie in eine psychiatrische Anstalt kam. Und ob es jemals so eine Szene gegeben hat wie vor dem Elternhaus, hat sich nicht mehr belegen lassen. Also es hört sich schon schlüssig an, aber mit zwei Kindern ist sie sicher nicht vor dem Haus gesessen, weil das zweite Kind kam erst in der Anstalt zur Welt. Und wir haben immer vermutet, dass das während des Nationalsozialismus so passiert wäre, aber durch Rosas Krankenakte hat sich dann herausgestellt, dass das bereits im Jahr 1925 war, dass die Rosa in die Klinik ging. Sie ging sozusagen mehr oder weniger freiwillig aufgrund dieser Wochenbettdepression und was damals sicher niemand geahnt hatte, blieb 15 Jahre lang in der Klinik und wurde dann im Jahr 1940 im Rahmen der sogenannten T4-Aktion ins Schloss Hartheim bei Linz gebracht. Das ist hier das Bild. Eine Ermordungsanstalt, wo Menschen mit Gas umgebracht wurden. Rosa ist noch an dem Tag ihrer Deportation dort ermordet worden. Rosa ist nur ein Fall von etwa 300.000 Menschen, die im Rahmen der sogenannten NS-Euthanasie ermordet wurden. Es gab in ganz Deutschland und auch in Österreich Ermordungsstätten, wo Menschen mit Gas ermordet wurden, also in Gaskammern, so wie es sie später auch in viel größeren Rahmen in Auschwitz und ähnlichen Konzentrationslagern gab. In Brandenburg, Bernburg, Hadamar, Pirna-Sonnenstein, auf der Schwäbischen Alb in Grafeneck in unserem Gebiet und in Hartheim bei Linz. Man nennt dieses Programm, diese Aktion T4, weil in der Berliner Tiergartenstraße Nummer 4 die Organisation stattgefunden hat. Das heißt, es wurden jene Menschen erfasst, die man ermorden wollte. Wer sollte im Rahmen der NS-Euthanasie ermordet werden? Zuerst fokussierte man Behinderte an und da besonders Kinder. Auch Menschen, die behindert waren und in Heimen oder in Anstalten wohnten, Menschen, die in Fürsorgeanstalten lebten, später dann auch Menschen aus Altersheimen, politisch Unbequeme, Roma und Sinti, Zwangsarbeiter, die nicht so arbeiten konnten, wie man sich das vielleicht vorstellte, die Kinder von Zwangsarbeitern, weil man sie nicht unter deutschen Kindern sehen wollte, schlechte Schüler oder Kinder, die ja eher aufmüpfig waren, wurden zum Opfer. Kinder von alleinerziehenden Müttern oder auch Kinder aus armen Familien, aus sozial benachteiligten Familien und sogar Bombenopfer, die traumatisiert wurden oder auch Wehrmachtssoldaten, die nicht mehr ihren Kriegsdienst tun konnten, wurden im Rahmen der NS-Euthanasie ermordet. Kurz gesagt, jeder, der von den Nationalsozialisten als unwertes Leben eingeschätzt wurde, jeder, der wirtschaftlich nicht als
einsetzbar, als bedeutungsvoll, als ja, gewinnbringend für die Gesellschaft gesehen wurde, wurde ermordet. Das betraf Menschen aus allen sozialen Schichten, das betraf Kinder bis zum Menschen zum Greisenalter. Jeder, der nicht mehr als lebenswert, der nicht mehr als wirtschaftlich produktiv gesehen wurde oder der in der Zukunft als nicht produktiv eingeschätzt wurde, und das war schon bei Kindern im Säuglingsalter der Fall, wurde ermordet. Einerseits in der sogenannten Aktion T4, wo die Menschen mit Gas ermordet wurden, andererseits in Kliniken und Kinderkrankenhäusern, wo man dann die Menschen entweder durch Medikamentenüberdosierung, durch das Schlafmittel Luminal oder Veronal oder durch Morphium ermordete oder durch individuellen gezielte Vernachlässigung. Wenn man jemanden zum Beispiel, der nicht mehr essen kann, nicht mehr füttert, wird er sterben. Und man hat auch Leute einfach verhungern lassen. Also es gab zum Beispiel in Egelfing-Haar, was heute das Isar-Amper-Klinikum in München ist, zwei Hungerhäuser, wo man 440 Menschen gezielt verhungern ließ. Und auch in anderen Kliniken, an sehr vielen anderen Kliniken, man kann sagen, an allen staatlichen Einrichtungen jener Zeit, ist das belegt, dass Menschen verhungerten und durch Medikamente zu Tode kamen. Man versuchte dann einen natürlichen Tod vorzutäuschen. So hat man das zum Beispiel durch Luminal sehr gut ja, dann verschleiern können, weil durch Luminal ergibt sich eine Bewusstlosigkeit, was zu einer abgeflachten Atmung führt, was innerhalb von Tagen zu Lungenentzündung führt. Und dann konnte man eben in den Totenschein eintragen, Lungenentzündung, und schien eine natürliche Todesursache zu sein, in Wirklichkeit war es Mord. Wie gesagt, etwa 300.000 Menschen sind in Deutschland in Österreich zum Opfer gefallen, aber nicht nur in den Gebieten des heutigen Österreichs und Deutschland, sondern auch in allen Gebieten, die von den Nationalsozialisten besetzt wurden. Also zum Beispiel hat man gleichzeitig mit Einmarsch der Wehrmacht in Polen als erste Station die psychiatrischen Kliniken anvisiert. Zwischen September und Dezember 1939 wurden zum Beispiel 1800 Patienten der größten polnischen psychiatrischen Anstalt in Kotzborowo in der Nähe von Danzig durch Genickschuss ermordet. In der heutigen Ukraine hat man zum ersten Mal sogenannte Gaswagen eingesetzt, also fahrbare Gaskammern, wo man Menschen ermordet hat. Und die erste so große Mordanstalt in Deutschland war dann eben in Grafenegg auf der Schwäbischen Alb, wo 100 Personen nur daran gearbeitet haben, Menschen durch Gas zu ermorden. Wenn man eine Gegend leer gemordet hatte, dann hat man diese Anstalt geschlossen und das Personal ist weitergezogen zu einer neu errichteten Mordanstalt. Und man hat an diesen Menschen, die man als lebensunwert titulierte, das erprobt, was man dann im großen Stil in den Gaskammern von Auschwitz umgesetzt hat. Ich möchte Ihnen auch noch ein anderes Beispiel erzählen. Es ist die Geschichte
von Ernst Losser, einem Jungen, der seine Mutter verloren hat, als er 4 Jahre alt war. Er stammte aus einer Familie von jenischen, also von fahrenden Händlern, die in Augsburg gelebt haben und dann eben in Bayern herumgefahren sind und in den Orten ja, Ware verkauft haben. Als dann die Mutter starb, als er 4 Jahre alt war, hat man die Kinder dem Vater weggenommen, weil er ja nicht wirklich sesshaft war, hat die Kinder in Heime gesteckt. Ernst war der Älteste mit 4 Jahren, dann gab es 2 Schwestern und einen Bruder, der noch ein Säugling war. Der Säugling ist innerhalb von wenigen Wochen gestorben. Die Schwestern, die jünger waren, haben überlebt und der 4-jährige Ernst war in Markt Indersdorf im Heim, zuvor in Augsburg im Heim, und weil er in Markt Indersdorf ja schon als aufmüpfig bekannt war, naja, er kannte sich ja daran erinnern, dass die Mutter gestorben war, dass er dann der Familie weggenommen wurde, von den Schwestern getrennt wurde und so weiter, hat man ihn dann nach Kaufbeuren gebracht. Das sind ja Kaufbeuren. Und in Kaufbeuren, Irsee ist die Zweiganstalt im Allgäu, wurden 1700 Menschen im Rahmen der NS-Euthanasie durch Medikamenteüberdosierung, durch Verhungern lassen, durch Nichtversorgung ermordet. Einer davon war Ernst Losser, ein nicht behinderter Junge, der, weil er eben ein Waise war, ein Halbwaise war, der Familie weggenommen wurde, in die Fänge des Systems geriet und weil er zu viel wusste. Denn Ernst hatte dort einem Hausmeister, der gleichzeitig bei der Sektion der Leichen beschäftigt war, geholfen als Art Gehilfe, ging ihm zur Hand und wusste dadurch natürlich, was dort alles passierte. Und so hat man sich ihm entledigt, um einen Zeugen wegzuschaffen, und hat diesen 14-jährigen Jungen ermordet. Sein Leben wurde verfilmt. Nebel im August wurde am 7. November hier in Fürstenfeldbrucker Lichtspielhaus gezeigt und ich habe im Anschluss dann Fragen beantwortet. Ich denke, das ist eine sehr, sehr wichtige Geschichte, weil es einfach zeigt, dass es mehr oder weniger jeden treffen konnte. Wenn seine Mutter nicht gestorben wäre, wäre Ernst vielleicht niemals in diese Maschinerie gekommen. Und so gab es eben auch sehr, sehr, sehr viele Schicksale, wieso jemand in eine Anstalt kam und dort dann ermordet wurde. Ja, ich denke, es ist sehr, sehr wichtig, dies nicht zu vergessen, weil heute sind die Opfer ja fast vollkommen vergessen. Und zwar, ich meine, von ihren Familien vergessen. Man hat so Geschichten, wie ich es von der Rosa erzählt habe, vielleicht weitergegeben oder vielleicht nicht. Und ich denke, man müsste dort anfangen, weil jede 7. bis 8. Familie hat in direkter Linie einen Vorfahren, der Opfer der NS-Euthanasie wurde. Also man müsste sich das mal vorstellen, jede 7. bis 8. Familie. Das heißt, selbst wenn man selber keinen solchen Vorfahren hat, und bei mir ist es ja nicht einmal ein direkter Vorfahre, so müsste jeder jemanden kennen, der so ein Opfer in der Familie hatte. In Wirklichkeit muss ich Sie fragen, haben Sie von der NS-Euthanasie überhaupt schon gehört? Und kennen Sie jemanden, der ein Opfer in der Familie hatte?
Die Sache ist, Sie kennen sicher jemanden. Nur Sie wissen es nicht, dass er ein Opfer in der Familie hatte. Oder Sie wissen vielleicht auch selber nicht, dass Sie ein Opfer in der Familie haben. Und ich glaube, das ist das Wichtige, dass man nachfragt, dass man dem nachgeht. Das wäre wichtig, dass man heute sagen kann, ich hatte so ein Opfer in der Familie. Dass es heute keine Schande ist, das zu sagen. Denn über Jahrzehnte war es auch gang und gäbe in Archiven, dass da nichts herausgegeben wurde. Wenn es Gedenkveranstaltungen gab, die es ja erst auch in den letzten Jahren gibt, wurden früher niemals Namen genannt. Wenn früher Denkmäler gesetzt wurden, was selten genug war, waren die immer Kunstwerke, ohne einen Namen zu nennen. Auch das bricht erst langsam auf. Man kann sagen, dass es erst in den letzten 5 Jahren Gedenkbücher gibt, wo dann auch die Namen der Menschen, die ermordet wurden, genannt werden, wie zum Beispiel eben das Münchner Gedenkbuch, wo auch die Namen und zum Teil die Schicksale der Menschen recherchiert werden. Das bricht erst langsam auf und man kann sagen, das Ganze hat hauptsächlich begonnen, weil 2017 zum ersten Mal der Deutsche Bundestag in seiner jährlichen Holocaust-Gedenkstunde den Euthanasieopfern gedacht hat. Und das ist etwas, was mir sehr wichtig ist, dass die Opfer nicht vergessen werden. Deshalb habe ich zum Beispiel auch am 26. Oktober hier in der Bibliothek in Fürstenfeldbruck den Vortrag zum Thema gehalten und ich hoffe noch mehr in der Zukunft zu halten. Einfach um dieses Thema publiker zu machen, um es mehr in die Gesellschaft hineinzutragen, sofern mir das möglich ist. Denn ich denke, wie wir heute mit Menschen umgehen, das basiert sehr häufig auf dem, wie es einfach damals war, dass man zwischen lebenswerten und unlebenswerten Leben unterschieden hat. Wie geht man heute mit Menschen um, die vielleicht behindert sind, die vielleicht alt sind, die mich aus irgendeinem Grund gerade stören? Das sollte man sich mal überlegen. Darüber müsste man mal nachdenken. Inwieweit hält das damals im Heute noch nach? Und Toleranz und Integration, das muss mehr sein als eine Worthülse. Ich denke, dass die Opfer von damals uns dazu verpflichten, dass das mehr ist als nur ein leeres Wort. Ich möchte jetzt zum Schluss noch eine Geschichte erzählen, die mir sehr wichtig ist, weil sie sehr viel zum Thema Gedenken aussagt. Sie stammt vom Elie Wiesel, über den ich am 27. Januar in der Gretel-Bauer-Volkshochschule in Fürstenfeldbruck einen Vortrag halten werde. Und ich habe sie bei allen Vorträgen bisher zitiert, weil ich denke, weil es eine ganz wichtige Aussage ist. Elie Wiesel hat über viele Jahrzehnte an amerikanischen Hochschulen unterrichtet und eines Tages fragte ihn einer seiner Schüler, wenn wir das nie verstehen werden, was damals wirklich passiert ist, was sollen wir dann unseren Kindern erzählen? Wie sollen wir die Geschichte weitergeben? Und Elie Wiesel hat gesagt, ja, ihr werdet nie ganz verstehen, wie es war, Häftling eines Konzentrationslagers zu sein. Aber ihr werdet über eine Träne erzählen können. Und das ist euer Auftrag, diese eine Träne zu erzählen, weiterzugeben. Und er erzählte dann eine chassidische Geschichte, die von vielen berühmten chassidischen Gelehrten handelte, und begann beim Baal Shem Tov, dem Meister des guten Namen und dem Begründer des Chassidismus. Als der merkte, dass eine Katastrophe für seine Gemeinde nahte,
ging er in den Wald in eine bestimmte, zu einer bestimmten Stelle, entzündete eine Kerze auf eine bestimmte Weise und sprach ein Gebet. Und die Katastrophe wurde abgewendet. Ein Schüler wusste dann schon nicht mehr genau, wie er die Kerze entzünden soll. Aber er ging in den Wald und sprach das Gebet. Und wieder wurde eine Katastrophe abgewendet. Der Nächste wusste noch weniger, bis zum Schluss ein Schüler nur mehr die Geschichte zu erzählen konnte. Und indem er die Geschichte erzählte, wurde die Katastrophe wieder abgewendet. Ich glaube, das ist das Wichtige, die Opfer von damals nicht zu vergessen, aber auch eine Botschaft in unserem heutigen Leben umzusetzen. Was mache ich mit Toleranz? Wie gehe ich heute mit Menschen um? Und deswegen finde ich es sehr, sehr wichtig, das nicht zu vergessen, für die Opfer und auch für unsere heutige Zeit. Denn auch heute gibt es natürlich Behinderte, Alte, Schwache oder Menschen, die einfach einer anderen Meinung sind. Und das ist die Frage, wie gehe ich damit um? Wie nehme ich meine Handlungsspielräume wahr, um die Gesellschaft heute zu beeinflussen, um das Leben heute besser zu machen?